Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Heute gibt es wieder ein Adventskalender-Unboxing und zwar bin ich hier mit dem Sarah Harrison Adventskalender. Den habe ich bei Food Vibes dieses Jahr bestellt. Ich hatte noch einen Rabattcode, also sprich, ich habe den relativ zeitig bestellt, habe 74,90 € bezahlt und genau, ich möchte jetzt gleich mit euch hier reinschauen. In diesem Jahr sieht es so aus, also kommt in so einer schönen grünen Box. Wunderschönes Design, gefällt mir richtig gut. Hier haben wir auch eine Schleife, also sieht aus wie so ein großes Geschenk. Ja, wie ein großes Geschenk, genau. Und genau, wenn man hier den Deckel aufmacht, haben wir hier so einzelne Tütchen drin. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein. Die letzten zwei Jahre hatte ich den ja auch schon. Und genau, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier gemeinsam mal rein. Übrigens, der Warenwert soll so, ich glaube, es waren 270 € betragen. Und ich bin mal gespannt, ob wir damit hinkommen. Ich fange an mit Tütchen Nummer 1. Das haben wir einmal hier. Und ich finde es wunderschön, weil man kann einfach diese Tütchen halt wieder super weiterverwenden. In der Nummer 1 haben wir hier so ein flauschiges Haarband. Das ist von Samion, sprich die Marke, die Sarah zusammen mit ihrem Mann hat. Genau, also so ein Haarband habe ich auch schon einmal. Hatte ich mir erst gesagt, aber bei DM gekauft. Aber sowas geht immer. Also das finde ich schon mal ein schönes, brauchbares Türchen für die Nummer 1. Die 2 haben wir was drin, was ich auch schon kenne. Und zwar von 3 Beers and Porridge, feiner Kakao. Das ist so mit Vollkorn, also ein Porridge halt. Das kennen ja die meisten wahrscheinlich schon von euch. Ich hatte das auch schon mal. Ich hatte es auch mit anderen Geschmacksrichtungen, exotische Früchte und sowas. Also Kakao ist in Ordnung, war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsporridge, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, das ist jetzt auch nicht schlecht. Die Nummer 3. In der Nummer 3 haben wir was Kleines, sieht aus wie ein Beauty-Produkt. Genau, wir haben hier Food, Beauty, Lifestyle-Produkte drin. Hier haben wir was Takarot Lipstick von Und Gretel. Da habe ich ehrlich gesagt bisher noch kein Produkt von gehabt. Ich habe aber ja, in der Vorschau schon gesehen oder im Spoiler, es ist ein Lipstick drin, hat auch jeder, aber es hat nicht jeder die gleiche Farbe. Ich habe hier die Farbe Pink Blossom und den mache ich doch jetzt gerade mal auf und schau mal, wie der aussieht. Genau, also so sieht er aus, schwarze-weiße Verpackung. Und hier unten ist dann halt die Farbe nochmal drauf. Und so sieht der dann aus. Ja, ich swatche den jetzt nicht, weil ich mal gucken muss, ob der bei mir bleibt. Also ich habe den jetzt zwar aufgemacht, aber ich tasche da jetzt nicht drauf rum oder so. Kann sein, den gebe ich mal weiter. Ja, Nummer 4. So, in der Nummer 4 haben wir einen relativ großes Produkt. Und zwar haben wir hier was von Rosenthal Organics. Slow Aging Sheep Mask mit Hyaluron und Kaktusextrakt, 26 ml. Genau, also eine Gesichtsmaske finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht schlecht. Passt auch zu dem Kalender, ne? Beauty-Produkte und so weiter. Soll man drauf lassen? Wie lange? Steht jetzt hier nicht. Dauert 5 bis 10 Minuten. Okay. Ja, nicht wiederverwendbar, steht hier noch hinten drauf. Aber eine Maske geht meiner Meinung nach immer. Und dann shoppen wir außerdem auch ordentlich aus für Weihnachten, gell? So, Nummer 5. In der Nummer 5 haben wir wieder was zum Snacken. Und zwar von Jalador Zimtmandel in Vollmilchschokolade. Ja, ich glaube, die hatte ich auch letztes Jahr schon mal in irgendeinem Kalender. 40 Gramm haben wir hier drinne. Mandel in Vollmilchschokolade überzogen mit Zimt. Ich muss mal gucken, ob ich die bei mir lasse oder ob ich die weitergebe oder einfach mit an die Arbeit nehme. Da kommen sie auf jeden Fall weg. Entweder futter ich sie selber oder ich gebe sie an eine Kollegin weiter. So, die Nummer 6. Bin ich mal auf Nikolaus gespannt, was wir hier drinne haben. In der Nummer 6 haben wir einen Monatsvorrat von Beers with Benefits. Hair Vitamin Biotin Nahrungsergänzungsmittel. Jo, ich glaube, die hatte ich sogar schon mal. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also es sind halt so kleine Gummibärchen, ne? Da kann man eins pro Tag, genau, ein Stück am Tag essen. Biotin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haare und Haut und Nägel bei. Zink trägt zur Erhaltung normaler Nägel bei. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hatte die schon mal, ich habe nicht viel davon gemerkt. Ich habe die halt einfach mal gekauft, um sie mal auszuprobieren. Die haben gut geschmeckt. Ob die aber jetzt wirklich irgendwas machen, ne, lasse ich mal so dahingestellt. Als Nummer 6 weiß ich nicht. Da hätte ich vielleicht eher den Lippenstift sogar reingemacht in die Nummer 6, ne, Nikolaus. Aber, wie gesagt, die werde ich auf jeden Fall essen. Ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht jetzt noch irgendwas machen, aber ich glaube eher nicht.
Die Nummer 7. Haben wir hier was von I Want You Naked, ein Hair- und Scalp-Serum Rescue Treatment. Das ist nicht schlecht. Ich hatte schon das ein oder andere Produkt von I Want You Naked, aber sowas jetzt noch nicht. Also ein Haar- und Kopfhautserum finde ich nicht schlecht. Nach Bedarf in die Kopfhaut, Haarspitze und Länge einmassieren. 1 bis 2 Stunden oder über Nacht einwirken lassen, gut auswaschen. Ja, finde ich jetzt schon wieder doof, dass man es auswaschen muss. Ich hatte schon mal so ein Serum von Kerastase, genau, habe ich mal beim Friseur mitgenommen, das musste man halt auswaschen. Und ich bin ganz ehrlich, wenn man irgendwas auswaschen muss, bin ich meistens mal ein bisschen faul. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich das, klar, nutze, trage das halt einfach kurz vorm Haare waschen auf, so was weiß ich, eine Stunde vorher, wenn ich gerade nach Hause gekommen bin. Oder wenn ich meine Haare wasche, kann ich es auswaschen. Aber über Nacht ist es für mich keine gute Idee, ne? Aber muss ja jeder auch immer für sich selber wissen. Beruhigt beanspruchte Kopfhaut, regeneriert und pflegt stumpfes Haar, mildert Schuppen und mit Arganöl, Bio-Hanfsamenöl und Klettenwurz. Ja, auch ein Produkt, was ich ja nicht kenne, von daher finde ich es nicht schlecht an sich jetzt so. Wir machen weiter mit der Nummer 8. So, in der Nummer 8 gibt es was zum Essen und zwar von Sven Jack Apfelstrudel. Das ist hier so ein, ja, so ein Snackriegel, würde ich sagen, ne? Mit Geschmacksrichtung Apfelstrudel, 65 Gramm haben wir. Riegel aus Haferflocken mit getrockneten Apfelstücken und Rosinen. Also letztes Jahr im Kalender war ich glaube auch so ein Apfelstrudelteil drin, war jetzt nicht ganz so geil, bin ich ehrlich. Ich muss mal gucken, entweder esse ich es oder es wird mal weiter wandern, verschenkt oder wie auch immer. So, in der Nummer 9 haben wir was von Just Spices und zwar 7 Kräuter Dressing Mix, 3x3 Portionen. Ja, an sich ist das jetzt kein schlechtes Produkt. Also ich hatte selber schon mal so einen Dressing-Mix, habe den auch mal bei Just Spices einfach dazu bekommen. Ich bin aber ehrlich, im Winter esse ich nicht ganz so viel Salat. Also ja, vielleicht mal einen Feldsalat oder mal irgendwas. Aber dann mache ich mir dann meistens Joghurt-Dressing dazu. Ich finde, das passt eher jetzt für den Sommer. Ist jetzt aber kein schlechtes Produkt, ne? Ja, wird auf jeden Fall bei uns in die Küche wandern, wird auf jeden Fall in Anwendung kommen. Ich weiß nicht, was sowas kostet. Ich glaube 2-3 Euro. Und ja, genau. Man muss halt noch Wasser, Sonnenblumenöl und Balsamico-Essig dazugeben und dann hat man ein gutes Dressing. Finde ich nicht schlecht, ist auch an sich ein gut brauchbares Produkt. In der Nummer 10 haben wir was, was auch schon vorher angeteasert wurde. Und zwar haben wir hier von Langhaar-Mädchen ein Shampoo, Volumenboost für feines und plattes Haar mit der Acai-Beeren, Acerola und Lifting-Effekt. Ja, ich habe früher auch immer bei DM diese Langhaar-Mädchen-Shampoos gekauft. Dadurch, dass ich jetzt durch die ganzen Boxen brauche ich es ehrlich gesagt nicht mehr neu kaufen. Ich muss mal gucken, dass, ob das bei mir platt oder nicht. Feines Haar habe ich, plattes auch. Ich guck mal, weil ich habe so viel Shampoo. Aber ihr kennt es ja schon wie von mir, wenn ich das jetzt nutzen würde, würde es euch natürlich in einem Aufgebraucht-Video zeigen. Ansonsten wird es mal weiter verschenkt, weitergegeben, weiter verlost, wie auch immer. Nummer 11 verbirgt sich folgendes Produkt. So, wir haben hier was von Mattmaski, Glam Care. Ja, das ist, ich glaube, ein Highlighter. Den müsste ich, wenn mich nicht alles täuscht, auch schon einmal da haben. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt bei anderen Adventskalender-Unboxings auch schon öfters gesehen. Glowing Illuminating Blush Drops, Blush und Highlighter in der Farbe Pink Martini, 15 ml. Genau, ich lasse den jetzt auch zu, weil der wird auch mal weiter wandern. Also ich müsste nochmal oben gucken, aber soweit ich weiß, habe ich einen da und mehr als einen brauche ich nicht, weil die ja relativ lange auch immer halten. Nummer 12. In der Nummer 12 verbirgt sich folgendes Produkt. Und zwar auch wieder was zum Futtern von Zebra Bar Pro Vegan Protein Bar. Ein von, ja, der Geschmacksrichtung Peanut. Muss ich gerade mal gucken. Wir hatten letztes Jahr in dem Sarah Harrison Adventskalender auch schon eine Zebra Bar drin. Die war richtig lecker. Damals war das übrigens noch bei Foodist erhältlich, der Kalender. Dieses Jahr hat es gewechselt. Ja, sowas geht immer. Den snacke ich mir dann auch mal zwischendurch. Ja, genau. Also 40 Gramm ist auch nicht schlecht. So, die Nummer 13. Ist auch wieder relativ schwer. Und zwar haben wir hier Emotion Cue Badesprudel mit Konfetti-Seife. Glücksmoment. Ja, riecht gut. Aber ich kann es nicht benutzen. Also das ist halt so ein Ding für die Badewanne, ne? Wir haben hier noch keine Badewanne aktuell und ja, deswegen wird es auch weiter wandern. Das ist eine Konfetti-Seife, sieht man dann auch hier, da sind dann so ein paar Klux-Dinger dann da, ne? Also an sich ein gutes, ja, ist es okay, es ist solide, es ist okay, das Produkt. Ist halt jetzt doof, wenn jemand keine Badewanne hat oder keinen kennt, wo man notfalls mal baden kann. Es ist ein bisschen schade, ich sag mal, ein Duschgel oder so wäre vielleicht in dem Fall besser gewesen, hätte mehr benutzen können. Genau, aber an sich, der riecht halt echt gut. Ja, der wird auch mal weiter wandern. Nummer 14.
So, in der Nummer 14 haben wir einen Robin Shot. Vitamin C und D. Vegan, jeder Shot. Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Gucken wir doch mal. Erfrischungsgetränk mit Aronia, Orangen und Sanddornsaft. Ach, das ist gar kein Energy Shot. Ja, das ist ein Vitaminshot. Also ich kenne eigentlich immer nur diese Ingwer-Shots. Hier haben wir jetzt halt so einen Vitaminshot. Ist jetzt an sich auch nicht schlecht. Ich gucke halt vor allem bei diesen Shots immer, wie viel ist wirklich drin. Weil ich hatte mal einen Ingwer-Shot, da war richtig viel Ingwer und so drin und Pfeffer. Und das mag ich dann auch total gerne. Und dann hatte sich meine Kollegin auch so einen Ingwer-Shot, ich glaube beim Rewe oder so, gekauft. Und da habe ich auch zu ihr gesagt, guck doch mal, wie viel Ingwer da wirklich drin ist. Und da war dann, ich glaube, Orangensaft, Apfelsaft oder sowas drin. Ich finde es dann halt immer ein bisschen schade, weil dann ist es für mich persönlich kein Ingwer-Shot mehr, wenn irgendwelche anderen Säfte da drin sind, ne? Den werde ich aber auf jeden Fall gerne trinken. Ja, sowas geht immer, sowas mag ich auch total gerne. Dann weiter mit der Nummer 15. So, in der Nummer 15 haben wir was von Shames, und zwar Hyaluron, so drei Hyaluron-Ampullen fürs Gesicht. Beauty-Shot-Ampullen, postet auf und klettet mit Sofort-Effekt, Hyaluronsäure, trockene Haut und vegan. Ja, ich glaube, ich hatte die schon mal oder habe ich die weitergegeben? Ich weiß es nicht mehr. Ansonsten, die kommen bei mir auch ins Backup zu den Ampullen dazu und ist okay. Ich hätte jetzt aber irgendwie, also der Warenwert soll jetzt 270 Euro sein, gell? Ich weiß jetzt nicht, hoffentlich keiner Wandprodukt oder sowas, weil dann ist der Warenwert wieder eher... Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier 270 Euro liegen haben. Naja, gut, egal. Fazit gibt's später. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt auch nicht schlecht. Weiter mit der Nummer 16. So sieht die Nummer 16 aus. Das ist... So, war jetzt ein bisschen schwierig. Die Nummer 16 wollte nicht raus. Wir haben hier was von Wally and the Wiz. Blackcurrant Coated with Strawberry. Hier, veganes Fruchtgummi mit schwarzem Johannisbeergeschmack, umhüllt mit Erdbeerpulver. Das hört schon mal gut an, ist auch relativ lange haltbar. Da freue ich mich drauf, das stelle ich dann hier einfach bei uns mal auf den Tisch. Und dann wird es auf jeden Fall leer gemacht. So, 17. Die Nummer 17 haben wir hier. Ich finde es echt cool mit diesem Tütchen, ne? Also, ich muss mal gucken, meine Schwester und ich, wir machen uns ja auch jedes Jahr einen Adventskalender, aber wir machen immer 12-12, damit nicht so viele Türchen da sind. Weil sie sagt immer zu mir, ach, du hast sowieso schon so viele Adventskalender, sage ich, ich weiß. Aber dafür kann man so Tütchen auf jeden Fall gut benutzen. So, in der Nummer 17, da waren wir, haben wir was von Samion Women, ein Calming Face Toner. Ja, das ist auch wieder ein Produkt von Samion, habe ich ja vorhin schon gesagt. Finde ich cool, dass sie ihr eigenes Produkt mit reingepackt haben. Ein Toner geht immer, 50 Milliliter. Ich muss mal gucken, ob ich den nicht schon habe. Also ein paar Samion-Produkte hatte ich schon aus Boxen und dann letztes Jahr aus dem Adventskalender. Aber das hier ist auf jeden Fall nicht schlecht. Dank seiner Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und dem Poria-Kokosextrakt hat der Face-Toner eine beruhigende und feuchtigkeitsspendende Wirkung. Sehr schön. Ja, auch wieder auf jeden Fall ein brauchbares Produkt. So, es geht weiter. Ich habe jetzt eben mal die ganzen Tütchen hier aus der Box rausgenommen, weil die sind mittlerweile hier alle rumgeflogen und dann kruschel ich da ewig lang rum. Wir machen weiter mit der Nummer 18. So, in der Nummer 18 haben wir Bella Pierre Cosmetics, ein Matte Lipstick Incognito. Schon wieder ein Lippenstift? Ich weiß nicht. Also, ich brauche keine zwei Lippenstifte. So, sieht auf jeden Fall so aus. Bella Pierre habe ich da. Ja, ich glaube, da habe ich auch schon das eine oder andere Produkt. Ich weiß nicht, mich ärgert es jetzt ehrlich gesagt, dass wir hier zwei Lippenstifte drin haben. Hätten die doch lieber stattdessen von mir aus einen Lippenpflegestift, Lipgloss oder irgendwas reingepackt. Ja. Sieht so aus. Also, ich weiß nicht. Ja. Ist also Leberwurstfarben gefühlt, so ein Newton halt. Ich lasse ihn zu. Der wird wahrscheinlich auch mal weiter wandern, weil ich auch Nude Lipsticks schon habe und die auch nicht so unbedingt so oft benutze. Also, Nummer 19. In der Nummer 19 haben wir wieder ein Snackprodukt, Nusswaren. Und zwar haben wir hier karamellisiert Erdnuss und Pumpkin, 40 Gramm. Erdnuss sind okay, Pumpkin ist jetzt nicht unbedingt mein Ding, also ich bin jetzt nicht so der Kürbis-Fan. Kürbissuppe geht, das ist in Ordnung, aber alles andere, was mit Kürbis zu tun hat, ist nicht so mein Ding, ganz ehrlich. Ja, muss ich mal gucken, Kürbisgewürz, ich weiß halt, das wird wahrscheinlich auch mal weiter wandern. Ja, ist okay. Wir machen weiter mit der Nummer 20, die ist relativ leicht, das ist bestimmt so eine Maske oder irgendwas drin, 100%. Ähnlich. Wieder von Rosenthal.
Hydrating Eye Patches with Hyaluron und Sand Verbene, 8 ml. Ja, Augenpatches gehen immer, ne? Die von Rosenthal habe ich jetzt noch nicht genommen. Ich bin ehrlich, da habe ich so viel Geld, will ich auch immer nicht ausgeben. Klar, wenn sie jetzt im Kalender drin sind, alles gut und schön, alles schön und gut, so rum. Aber ansonsten kaufe ich mal die günstigeren. Genau, wir haben hier zwei Eyepatches drin. Ja, brauchbares Produkt. Genau, so, wir haben jetzt noch ein paar Türchen vor uns. Und zwar haben wir hier die 21. So, in der Nummer 21 haben wir was von Ahead. Low Sugar Chocolate Bar. Okay, Haselnuss Kakao, also halt so eine Bar. So ein Riegel. Ja, sowas geht auch immer, aber ich finde, das ist ja schon der dritte Riegel. Ich weiß nicht. Lasst es mich übrigens immer gerne wissen, ja, wie euch der Inhalt gefällt, gell? Ja, ein dritter Riegel, stattdessen hätten wir auch irgendwas anderes reinpacken können. Finde ich. Ja. Riegel geht natürlich immer, ne? Aber wenn ich einen Riegelkalender kaufe, dann weiß ich, dass nur Riegel drin sind. Wenn ich aber einen gemischten Kalender kaufe, dann nur Riegel finde ich ein bisschen doof. Okay, Nummer 22. Also wir haben jetzt hier so ein großes Nummer 22 und so ein kleines Pinsel. Ja. Immer das Gute ist ja, immerhin ist es ja aus Papier, man kann es weiterverwenden. Aber ich finde, man hätte auch diesen kleinen Pupsi-Pinsel, ich dachte eben schon, dieses Türchen wäre leer. Man hätte den Pinsel auch ein kleines Türchen reinpacken können. Das ist auf jeden Fall ein Pinsel von Lovia, da habe ich schon eins, wo mal. Ich zeige euch den jetzt einmal, der wird auch mal weiterwandern. Pinsel habe ich allerhand genug, genau. Und freut sich bestimmt jemand anders mal drüber und deswegen, ja, halt einfach so ein Pinsel, ist okay. Nummer 23. In der Nummer 23 haben wir wieder was von Schebens drin, ne? Ich sag's gleich. Und zwar haben wir eine Peel-Off reinigende Maske drin, bis zu 100% reinere Haut, reduziert Talgablagerung, belebt die Haut, Perlenextrakt, Heilwasser und Früchte. Was sind für Früchte? Naja, gut. So viel dazu. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mit diesen Schebensmasken nicht so gute Erfahrungen, deswegen gebe ich die meistens immer weiter, weil ja, teilweise sieht meine Haut danach schlimmer aus als vorher und das macht ja dann auch nicht so viel Sinn. Ja, muss ich mal gucken, kann sein, die wird dann auch mal weiter, aber an sich, Maske geht immer. Da sieht man vor Heiligabend nochmal schön gepflegt aus. Ne? Nummer 24, und da bin ich mal gespannt, das ist bestimmt das Produkt, was auch schon vorher angeteasert wurde. Jo. Und zwar haben wir hier was von Pure Lay drinne. Wurde vorher auch schon angeteasert. Ohrringe waren, glaube ich, drinne. Ja, ich gucke jetzt mal hier. Hä? Okay. Ah, nee. Sorry, ich muss gerade gucken, weil ich mache... Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt hier eben dieses Stoffdings hier aufgemacht und dann habe ich ein Ohrring gesehen und denke mir so, Leute, ist das euer Ernst? Wieso? Deswegen habe ich mal kurz gestoppt. Ja, auf jeden Fall habe ich hier Ohrringe drin, so goldene Kreolen mit mehreren Steinchen. Ich gucke jetzt mal gerade, ich fummel die hier mal zusammen, damit ich euch die mal zeigen kann. Sehen auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, so vielleicht besser. Genau, es sind auf jeden Fall so zwei Kreolen drin in Gold. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ich glaube, beim letzten Adventskalender letztes Jahr hatten wir auch schon so Ohrringe drin. Ich habe die nicht einmal benutzt, bisher bin ich ehrlich. Die liegen oben in meinem Schmuckkästchen drin. Ja, ist aber an sich ein... Ja, die werden auch ihren Wert haben, ist in Ordnung. Ich habe mich wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, ob es noch andere zur Auswahl geht. Auf jeden Fall, Gold ist schon mal nicht schlecht, ne? Aber ob ich das jetzt in die 24 rein hätte, schon wieder Ohrring, finde ich ein bisschen langweilig. So, meine Lieben. Also, jetzt kommen wir mal zum Fazit. Wie gesagt, erste Mal, Kalender ist ausgepackt. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Jetzt habe ich hier so eine grüne Box. Sieht wunderschön aus. Die werde ich auf jeden Fall auch für irgendwelche Produkte behalten. Gefällt mir richtig, richtig gut. Genau. Ja, ich habe euch ja gesagt, 75 Euro habe ich für den Kalender bezahlt. Der Warenwert soll so bei 270 Euro liegen. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Sachen, die ich jetzt hier habe, 270 Euro wert sind. Also ich meine, die Riegel, die werden auch ihr 1, 2, 3 Euro wert haben. Die Produkte von Rosenthal sind ja auch, glaube ich, nicht ganz so günstig. Also wie gesagt, ich habe da noch nie was bestellt. Das Samium-Produkt kostet, glaube ich, auch 20 Euro. Also ich müsste nachgucken, um jetzt hier euch jetzt nicht irgendwas zu erzählen. I Want You Naked kostet bestimmt um die 30 Euro. Aber ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, nur um so ein paar Sachen aufzuzählen, ob das hier alles wirklich einen Wert hat von 270 Euro. Ja, ich müsste es nachrechnen, um es euch genau zu sagen.
Aber das ist jetzt einfach mal meine Einschätzung. Also ich rechne es jetzt nicht nach. Das mache ich ja bei den Kalendern generell eigentlich nicht. Ich vertraue dann eigentlich schon darauf, was gesagt wird. Ja, 75 Euro habe ich dafür bezahlt. Ich weiß nicht. Also ich hatte schon so andere Kalender, da habe ich sogar ein paar Euro weniger bezahlt. Die fand ich um einiges besser, also von den Produkten her. Wie gesagt, soll jetzt auch nicht gemeckert oder so sich anhören oder negativ. Ich sage euch jetzt einfach meine Meinung. Ja, ich fand den letztes Jahr ein bisschen besser. Auch ich glaube, da hat man so einen doofen Gutschein drin, da bin ich ehrlich. Den habe ich auch nicht eingelöst. Aber ich weiß ja, das fehlt mir irgendwie so voll, so ein krasses Produkt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, die Produkte sind nicht schlecht. Also Bonbons und so ist jetzt auch alles gut. Ich weiß jetzt aber nicht für den Preis, ob ich mir wirklich gekauft habe. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir den Kalender nächstes Jahr nochmal kaufen würde, wenn es den gibt. Ja, lasst es mich übrigens auch gerne wissen, wie euch die Produkte gefallen haben und der Inhalt von dem Adventskalender, ob ihr ihn euch kaufen würdet. Ich glaube, es gibt ihn aktuell noch. Ich weiß nicht, ob es einen Rabattcode gibt. Könnt ihr einfach mal nachschauen, wenn es euch interessieren sollte. Und ja, wie immer, lasst es mich gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat, wie euch die Produkte in dem Fall gefallen haben vom Adventskalender oder der ganze Adventskalender an sich. Hinterlasst mir auch gerne immer ein Däumchen nach oben. Und natürlich vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Das ein oder andere Unboxing vom Adventskalender wird auch noch kommen. Ich muss mal gucken, wann ich da was online stelle. Und ja, ich freue mich ja aufs nächste Video mit euch, wenn ihr mir zuschaut. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald. Tschüss.